Wow, hey, Hacksilber-Sammelstückchen, willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Ich muss gerade mal ganz kurz, warte. Oh, dieses Vibrieren geht mir ein bisschen auf den Keks. So, jetzt ist wieder gut. Jetzt war ich wieder Zorn. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid wieder zu God of War. Und natürlich seid ihr ein paar von den coolen Leuten, die immer gleich am Anfang schon das Video liken. Versteht sich ja von selbst, ne? Kann man ja mal machen. Was steht da? Was vergisst man das nur? Ich kenne das ja. Liegt noch was. Eine Warnung an... Also erstmal tot bei Ankunft. Eine Warnung an alle, die diese Landzunge bereisen. Die Toten hier sterben nicht. Regen oder Sonne, in der Hitze des Tages und der Kühle der Nacht, befolgen sie den Willen ihres Meisters. Geht jetzt, wenn ihr euer Leben oder den Frieden im Tod zu schätzen wisst, denn das Gefängnis dieser Magie wollt ihr nicht erdulden. Die Totenbeschwörung sucht den Boden unter euren Füßen heim. Ja. Upsala. Hab trotzdem Bock drauf. Und jetzt? Da oben sind wieder die Pilze. Alles klar. Herr Kommissar. Upsala. Einmal zackidi-zack. Was ist denn das hier? Guck mal, wie das wabert. Ui. Steinholz war da in der Vase. Nicht schlecht. Können Sie das nicht übertragen? Komm halt genau nicht ran, ne? Das nicht darüber. Na toll, wie kriege ich das auf die andere Seite der Feuerschale? Das hier brennt. Soll ich so tun? Geht das so? Oh, oh. Wie ging das? So. Nee, das funktioniert nicht. Wie krieg ich das Feuer da verteilt, sag mal? Ah! Wow, ja, ich bin Held, so klappt's doch jetzt. Warte. Easy peasy. Lemon squeezy. Auf haben wir's. Oh, legendäre Truhe. Und. Da ist ein Sammelgegenstand. Gehen wir zum Krankengeist zurück. Du würdest die Toten heilen. Du hast sie nicht mal erkannt. Und sie dich auch nicht. Und? Gehen wir zum Geist zurück. Ich finde das fein von ihr, dass sie das macht. Griff des gefallenen Alchemisten. Ein Griff ursprünglich von einem Alchemisten geschmiedet, der zur Verlängerung der Lebenszeit mit Runenmagie experimentiert haben soll. Ui. Ja, der ist auf jeden Fall besser als der, der nicht vorher hatte. Hohe Glückschance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Treffer mit der Schlangenschlinge-Fähigkeit. Ja, wenn ich jetzt mal wieder wüsste, was die Schlangenschlinge ist. Nachsichtige Sicher, Permafrost, Flamme löschen. Stachelfrosse. Oh,
Holz des Frostes. Schlangenschlinge, da haben wir es doch. Ja, okay. Ja, finde ich gut. Die benutze ich oft. Kann man lassen. Ah, du Sau. Habt ihr das gesehen? Ja, beiseite gesprungen ist. Aber ich habe alles. Flussdelta gefallen, habe ich. Ach, das war doch das hier, ne? Ich wusste, dass wieder was kommt. Ja, deine Mutter. Ey, die machen halt so viel Schaden. Ich glaube, ich stelle es irgendwann doch auf normal um. Das ist einfach nicht verhältnismäßig. Also gucke ich mir das mal an. Ups. Aha. Dein Schild könnte nützlich sein. Er kann explodieren. Ja. Weiß ich wohl, ja. Ah, sehr gut, das war Teamarbeit. Macht ihr gar nichts, dass der explodiert. Okay, irgendwie habe ich jetzt nichts davon mitgekriegt, dass ich hier hohe Glückschance. Ja gut, Glück ist nicht so hoch bei einem erfolgreichen Treffer mit der Schlangenschlingerfähigkeit. Gesundheitsschub, ne? Habe ich nichts davon gesehen jetzt. Ich habe es ein paar Mal gemacht. So hoch ist die Glückschance anscheinend doch nicht. Klar. Pflanzen gesammelt. Nur für dich. Ich spüre, wie meine Lebenskraft zurückkehrt. Ich spüre Freya. Ich bin hier. Ich wusste, du kehrst zurück. Selbst als die Zweifler deinen Namen verfluchten. Danke. Doch jetzt ist Zeit zu ruhen. Du hast es dir verdient. Danke, meine Königin. Ich bin wirklich müde. Ein Mittel für die Toten. Gehen wir weiter. Oh, Svadelheims Glück. Ein von den Zwergen gefertigter Zauber, der auf dem Amulett von Yggdrasil platziert werden kann. Was macht der? Abwehr- und Ablenkzeit. Oh. Z-Bonus erhöht den zugefügten Betäubungsschaden basierend auf Kratos Abwehr. Ja, Abklingzeit und Vitalität klingt gut, ne? Oder Abwehr und Abklingzeit, was? Nett. Nett, nett, nett. Es wird halt immer deeper, das Spiel. Wie gesagt. Finde ich gut. Oh Gott, Leute, jetzt weiß ich vom letzten Part aus gar nicht mehr, wo ich hier hingekommen bin oder wo es so weitergeht. Ah, guck mal hier. Ich muss aber auch sagen, ich finde es ein bisschen schade. Jetzt hieß es ja die ganze Zeit, er will Zeit mit Atreus verbringen. Und was macht er jetzt? Die Wildnis hat ihn zurückerobert. Er war einst wunderschön. So bringt er halt eiskalt Zeit mit Freya. Was bist du denn?
Au. Da geh ich mal lieber raus, ha? Warum platzen die alle? Das ist ja immer sein Todesbondage mit den Gegnern, ne? Der letzte. Oh, nicht ganz. Oh. Leider. Bisschen Heilung, warte. Na. Was machst du denn? Ich wollte nicht in Aufträge, ich wollte wieder Thorn. Danke. Das werde ich nie voll kriegen, den Debuff. Oh, warte. Ah, stirb. Ja, stirb, du kleine Sau. Gib mir Heilung. Kreaturen waren nicht immer so räuberisch. Die Natur ist aus dem Gleichgewicht. Meinst du so räudig oder räuberisch? Ich finde ja, die sind räudig. Oh, was haben wir hier? Unter dem Regenbogen begonnen. Ja. Ah ja, hier. An einer Stelle wie diese werde ich mich doch bestimmt erinnern, oder? Wer könnte zwei Wasserfälle vergessen? Oder waren es drei? Gut, vielleicht waren es fünf, aber ich glaube, es waren drei. Auf jeden Fall war ganz schön viel Wasser in Ordnung. Es sammelte sich an einer Stelle. Ich erkenne es, wenn ich sehe. Wahrscheinlich. Drei Wasserfälle. Okay. Ah. Ah, so kann man die ganze zerstören. Sehr gut. All diese Verwüstung. Ein passendes Schicksal. Astrid. Nein. Geist. Freya. Du kehrst zurück. Astrid. Was ist mit dir passiert? Mit deinem Garten? Die Einherjar, ja. Mein Lebenswerk verrottet. Mein Denkmal zu deinen Ehren. Vollkommen verkümmert. Es tut mir leid, meine Königin. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Niemals. Ich schwor, diesen Garten gut zu pflegen. Bis du zurückkehrst. Für immer inmitten seiner Fäulnis zu leben ist eine gerechte Strafe. Ich komme wieder, Astrid. Kratos, säubern wir diesen Garten vom Gift.
Hätte ich sowieso gemacht. Warum? Die Erde ist ein Abbild derer, die sie hegen. Solange das Land krank ist, ist es auf ihrer Seele. Wir müssen die Totems zerstören. Sie vergiften Astrid. Mach ich das denn? Au. Was wohl ein schöner Axtwurf auf den Feuertopf da anrichten würde? Ja, wenn ich da rankommen würde. Geht ja nix. Warte mal hier. Hier das Totem. Was war da? Der Gifttopf. Sprengstoff? Eine Explosion könnte helfen. Ha. Vielleicht kannst du es von woanders treffen. Ja, also von hier nicht. Von einer erhöhten Position vielleicht. Hier gibt's noch so viel zu entdecken. Ach komm, hier ist wieder so eine Tür, aber die kann ich glaube ich nur mit Atreus aufkriegen, oder? Ach nee, Kratos kann die Runen zeichnen. Jo. Also was heißt Runen zeichnen? Er macht die Tür einfach kaputt. Das Lunda gehört. Ah. Beschädigt, aber ein schönes Stück. Warum liegt es dann hier? Misstraust du ihr, Bruder? Wenn ihre Kugel so wichtig ist, hätte sie sie nicht zurückgelassen. Hm. Kann sein. Ich sage ja vielleicht was Sentimentales. Die Kugel. Hier steht was von einem Zauber, der Trolle schlafen lässt. Und einer magischen Reliquie, die ihn wieder aufhebt. Gölgrab aus der Asche, Gölgrab aus dem Frost. Opferzahl. Man nehme eine sehr große Zahl und verdopple sie. Art der Gefangenschaft Nordres Schlummer. Gefängnisstandort Vanaheim. Datum der Entlassung nie. Die Trolle haben mehr Zwerge verschlungen, als man zählen könnte, bevor sie ich sie in den Schlaf versetzt habe. Ich bezweifle, dass sie nach einer Wegreliquie besser gelaunt wären. Wenn man sich vorstellt, auf unbestimmte Zeit in einer derselben Position auszuharren, brr. Gefängnisaufsicht Alfis Steinfuß Swatherfame. So. Du Sau. Ist kein guter Winkel. Wir sollten hochklettern zu einem besseren Punkt. Sag ich doch, aber wo? Ach, komm mal hier. Aha. Die Geschichte von Hönir ist leider keine besonders erfreuliche. Als die Asen und Vanen noch relativ gute Beziehungen zueinander pflegten, wurde ein kultureller Austausch vorgeschlagen. Die Vanen würden einen der ihren nach Asgard schicken und die Asen würden ihrerseits jemanden nach Vanaheim entsenden. Die Vanen schickten einen freundlichen jungen Klingenschmied namens Sturla, der von da an in Asgard leben sollte. Die Asen schickten Hönir. Ein freundlicher Junge, unschuldig und lieb, aber dumm wie Bohnenstroh. Nach einigen Tagen und als sie merkten, dass Hönir ständige Aufsicht bedurfte, damit er sich nicht aus Versehen selbst verletzte, oh mein Gott, wurde den Vanen klar, dass Odin Hönir nur geschickt hatte, um ihn schnell loszuwerden. Doch das machte den Vanen nichts aus. Die verschiedenen Familien taten sich alle zusammen, um sich um ihn zu kümmern. Sie schenkten ihm sogar ein eigenes Familienwappen. Doch eines Tages erwähnte einer der Betreuer des Jungen versehentlich Odins eindeutige Abneigung gegen den Jungen, als er sich außer Hörweite wähnte. Die ganze Zeit über hatte Hönir geglaubt, dass Odin ihn eines Tages wieder zurückholen würde und dass er nur nette Ferien bei den magischen Freunden des Allvaters verbrachte. Am nächsten Morgen fand man seinen Leichnam, ein weiteres Opfer der Grausamkeit Odins. Arschloch. Armer Hönir. Obwohl er doof war.
Bevor das würdest du heute machen, Leute umbringen, weil sie dumm sind. Oh mein Gott. Sehen, ob es einen Weg hinein gibt? Ah, sie kann wahrscheinlich nicht so gut klettern wie er, ha? Die! Die, you pig! Was Interessantes. Er hat wahrscheinlich 90% von Twitter tot oder so. Fortschritt des Garten. Skala Büsche 4 gepflanzt. Erste Beerenernte wird im nächsten Winter erwartet. Gunstblatt rot. 6 gepflanzt. Bin ich relativ egal. Ja, brauchen wir nicht lesen. Weiß nichts über Pflanzen lesen, wer hier was angepflanzt hat. Hexilber. Nee. Bam. Der Garten krankt immer noch. Hier muss noch irgendwas sein. Bin dabei. Muss übrigens dazu sagen, ich habe eine neue TV-Karte. Und das ist alles so ein bisschen hakelig bei mir. Also die Aufnahme sehe ich gerade ist super. Aber bei mir auf dem Bild läuft alles nicht so geil. Jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie noch optimiere. Aber ich glaube, es sind auch keine... Hi. Das sind, glaube ich, keine 60 Frames. Das sind nur 30 Frames oder so. Nicht so cool, leider. Nicht so cool. Da noch irgendwo rauf, vielleicht? Ich muss ja irgendwo hier noch das sprengen, ne? Mein Garten ist immer noch so. Mimimi. Nicht wahr? Jetzt ist alles gut. Sister? Kehren wir zusammen. Es lebt wieder. Ich fühle es. Ja, dein Garten gedeiht wieder. Freya, wie hast du? Ist schon gut, Astrid. Wow. Es ist Zeit, weiterzuziehen. Danke, meine Göttin. Ich liebe dich. Und ich dich. Oh, voll schade eigentlich. Ein gutes Werk getan. Ein kurzlebiges. Der Garten wird wieder sterben. Wow. So ist es mit allem. Trotz. Warte, das war der Film Sicherheit. Erhöht den zugefügten Betäubungsschaden basiert auf Kratos Abwehr. Kriegt den nochmal. Midgards Beständigkeit. Distanzangriffe und Fähigkeiten von Kratos basieren. Ah, nee, pack ich nochmal den hier rein. Stärke und Abwehr. Perfekt. Wie kann ich nochmal die anderen Teile reparieren? Das habe ich schon wieder vergessen. Natürlich will ich den Set-Bonus haben. Ist doch cool. So, war ich da hinten schon? Ganz unten in der Ecke? Nee, ne? Muss ich mal kurz zurück? Aber ist auch so ein bisschen unübersichtlich hier, muss man mal sagen, oder? Freya, dein Bruder sagte da etwas. Die Asen haben ihn verbrannt. Was? Ja. Wir waren noch nicht im Krieg, aber die Warnen und die Asen pflegten eine lange Freundschaft. Freyr dachte, er könnte die Beziehung verbessern, wenn er unsere Magie mit ihnen teilt. Warnentechniken für reiche Ernten, genug um die ganze Bevölkerung zu ernähren. Als Dank dafür zündeten sie ihn an. Wow. Es stimmt. Die Asen waren zu undiszipliniert und ungeduldig für feinsinnige Warnzaubersprüche. Als also alles schief lief, schoben sie ihrem Lehrer die Schuld zu. Also war Freyr ein Gast, als Odin ihn verbrannte? Nicht ganz. Odin sperrte Freyr nur zu gern an. Er sah das Potenzial der Magie und wollte mehr wissen, als nur, wie man Ernteerträge steigert. Es war eine Bande aus niederen Asen, verbittert und kurzsichtig, die ihn fesselten und in Brand steckten, als Strafe für die Sabotage, die er in ihren Augen begangen hatte. Offensichtlich überlebte er und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Doch ein solcher Affront machte einen Krieg unvermeidbar. Freyr war danach nicht mehr derselbe. Zumindest für eine Weile. Seine Sorglosigkeit verwandelte sich in Albträume, Verfolgungswahn und Wutausbrüche. Das entschuldigt nicht, was er bei meiner Hochzeit sagte. Aber ich verstehe, woher sein Groll kam. Ja, guck mal, Brock ist wieder da. Hey, ihr habt was von meiner Rüstung. Das repariere ich euch einwandfrei. Okay. Wenn ihr jetzt noch meine Bibel finden würdet, schließlich.
Das ist ja gut. Nett von dir. Oh, was ist los mit Kratos? Und woher kennt ihr beide euch? Oh, ich darf keine Gildeninterne ausplaudern. Das unterliegt strengster Geheimhaltung. Oh, das Schwein! Verzeihung. Kurz gesagt haben Brock und ich Hund, Manni. Gemeinsame Interessen genossen. Genau, den Dinger Hund. Uns in Schwierigkeiten zu bringen. Und dich? Er träumt. Was? Das stimmt nur zum Großteil. Gut, beantworte das deine Frage. Ausführlich genug, schätze ich. Der dicke Hund! Also, Brock, wenn Lunda, so wie du, zwischen den Welten herumreisen kann, kennt ihr euch doch bestimmt aus der Gilde. Vielleicht. Oder ich habe ihr nur ein bisschen was gezeigt, während wir uns volllaufen ließen. Oder ich habe es ihm gezeigt. Du weißt nichts über uns, Schlauberger. Lunda, weißt du zufällig, wie es kam, dass deine Licht- und Dunkelalbenfreunde zusammen sind? Du meinst Pigbir und Baylor? Tja, sie wurden von der einen oder anderen Seite gefangen genommen. Oder von beiden? Sie flohen zusammen, waren auf der Flucht und sind seitdem absolut unzertrennlich. Ein Dunkel- und ein Lichtalb fliehen gemeinsam vor ihrem Volk. Gefährlich. Sich zu verlieben ist immer gefährlich. Deshalb macht es doch Spaß. Das gleiche gilt auch für heißgemachten Käse. Ja! Der ist auch gefährlich. Der ist Lava. Ich mag Brock. ja, der ist schon auf Stufe 5. Oh nee, der ist viel besser hier. Neuer Griff. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie verbessere ich meine Sachen nicht schnell genug. Oder ich habe einfach nicht die Materialien. Oder ich weiß keine Ahnung. Warum kann ich die immer noch nicht auf Stufe 4 rausklingen, wenn ich hier schon die Griffe auf Stufe 5 habe? Guck mal. Abwehr plus 17, oha. Ja komm, vergiss es, ich brauche ja nichts upgraden hier. Ein bisschen mehr geschlüpftes Metall, dann geht das. Hat halt mehr Abklingzeit, Steinmauerschild. Heftigkeit. Guck mal, Abwehr haben so alle gleich viel, die Schilde. Deswegen ist das, glaube ich, total egal. Oh, den könnte ich. Dann habe ich aber kein geschlüpftes Metall mehr für den Schild selber. Was? Schwert? Und etwas für Freya? Ich wollte gerade sagen, das ist für Freya. Druva. Eine austarierte Klinge. Nahkampfangriffschlag mit Wucht zu und fügen Gegner mehr Betäubung zu. Freyas persönliches Schwert, eine Kriegswaffe und eine Sette der Warn. Nee, Stätte der Warnmagie. Sette, ja. Lynda ist verlorener Kyras. Oha. Ja. Was habe ich denn gerade an? Schulterstücke des Glanzes. So. Ach du Scheiße, guck mal die Abklingzeit hier. 36, mehr Abklingzeit. Der Vitalität. Der ist richtig, richtig gut. Aber der auch. Hat mehr Glück. Haben schieden der Rabentränen. Ich glaube, die werde ich auch behalten. Also. Ne? Gute Rabentränen. Ah, komm, lass ich an. Ich meine, das kann ich mir auch bauen, natürlich. Aber ich. Lass den gute Rabentränen. Verbessere ich auf Stufe 5. Liegt gut an. Liegt gut an. Ja. Oh, ich habe keinen Hack selber. Ich habe gemerkt, wie krass übrigens. Der Unterschied ist, von Kratos deutscher und englischer Stimme, also die englische ist mal viel tiefer, meine Güte. Hört Kratos Nahkampfschaden? Warte mal, was ist das denn? Leben der Scharfsicht? Erhöht Resistenz gegen Blendung und Benommenheit um 50%. Wisst? Heft von Angrvathal. Was ist das denn schon wieder? Athethmar? Und jetzt zu der Göttin. Ich hab einen Zauber. Das war ein Zauberset. Niflheim Zauberset. Aha. Nee, mach ich nicht. Kann ich jetzt noch nicht. Ist auch egal. Die Waldhexe? Die Waldhexe? Siegelpfeile verursachen erhöhten Status. Ah.
Das lenkt zumindest die Aufmerksamkeit von deinem Gesicht ab. Wow. Das steht dir sogar eigentlich ziemlich gut. Ich wollte gerade sagen, sag das nicht zu Freya, das, ne? Und lass dir es bloß nicht sagen, ich könnte nicht auch gute Feinarbeit verrichten. Oh, ist auf Maximum. Ich habe keine Besting. Überragender Auferstehungsstein, aha. Geschmiedet ist Eisen. Da brauche ich Hacksilber. Rohleder, Schlackablagerung. Ja, ich glaube, ich muss leider was verkaufen jetzt diesmal. Aber ich glaube, ich verkaufe Runen. 5000. 50. Schau mal. Da kann ich mir nämlich jetzt wunderbar... Ne, Armrüstung war das, ne? Ja, jetzt kann ich das upgraden. Yeah! Passt gut. Passt gut. So, ich werde die lassen, alleine schon wegen der Heilung, Leute. Ist einfach viel besser, die 30% mehr Heilung. Auf dem Schwierigkeitsgrad brauche ich's. Auf jeden Fall. Oh, geht nochmal. Was weißt du über Pyrgir, den Springer? Nicht viel. Er ist nicht gerade gesprächig. Soweit ich weiß, folgte er eine Zeit lang dem Weg des Springers. Dann sah er etwas, was ihn den Weg verlassen ließ. Sofort. Weißt du, was er gesehen hat? Nicht wirklich, aber ich glaube, er sah, was am Ende des Weges war. Und es hat ihm nicht sehr gefallen. Herauszufinden, dass sie die ganze Zeit Odins Marionetten waren, muss ihm einen gewaltigen Schlag versetzt haben. Der dicke, dicke Hund. Hallo Freya. Wie geht's so? Mir geht's gut. Oh, na weißt du, du siehst auch gut aus. Was? Oh. Oh. Vielen Dank. Gern geschehen. Ha! Lunda! Du hast dich kein bisschen verändert. Hä? Steht die Anspielung nicht. Geht sie auf Freya oder war das einfach nur, um sie ein bisschen zu schocken? Aber ich glaube, muss ich das eigentlich aktivieren oder ist das jetzt sowieso schon aktiviert? Keine Ahnung. Oh, guck mal hier. Dieses Wappen. Es gehört mir. Nö, mir. Ein Wappen mit Freyas und Freyas Familiensiegel drauf. Mit Njörd und Skadi. Eine Familie, die einst alles Edle und Weise an den Vanen und an Vanaheim selbst verkörperte. Und dann... Hallo? Und dann musste Odin alles verbocken, stimmt's? Hat Freya geheiratet und sie dann in Midgard eingesperrt. Und hat jene, die sie liebten, glauben gemacht, sie hätte sie verlassen. Und dann führte der Schweinehund einen langsamen, brutalen Krieg gegen eben die Menschen, denen er geschworen hatte, sich ihnen gegenüber anständig zu verhalten. Angesichts dessen überrascht es vielleicht nicht wirklich oder nicht sonderlich, dass das Wappen verunstaltet wurde. Viele Wanen empfinden beim Gedanken an Freya nichts als Schmerz. Man hofft, dass wir das alles ändern können. Ey, das ist richtig schäbig. Nein. Hast du gesehen, dass ich mich groß wegbewegt habe, Linda? Gut, dass du die Runen erlernt hast. Ja. Lebendiges Meisterwerk. Es gibt wahrlich kein großartigeres Medium als einen lebendigen, gedeihenden Baum. Jeder Ast ist eine Leinwand. Dieser mächtige Ältere und ich arbeiten Hand in Hand, um das Unmögliche möglich zu machen. Meine Hand mag vielleicht führen, meine Verbindungen und Formen mögen ein Muster beschreiben, aber durch das Gedeihen dieses heiligen Riesen nimmt meine Arbeit Form an. Möge meine Kunst stets über die Köpfe all jener hinausragen, die sich ansehen wollen. Sie ist nicht nur für euch. Oder sie ist nicht für euch. Ah, Mist. Na, komm raus. Komm raus. Irgendwie von oben treffen, glaube ich, oder? Ach so. Hahaha. So geht's. Ein giftiger Drecksack. Braucht eine Rune. Schliff das Metall. Steinholz. Steinstahl. Bam. Nice, nice, nice.
ist die Frage, welches brauche ich denn? War das noch eine legendäre Kiste? Okay. Die Wiedergängerin Hexe, die kennen wir schon, die blöde Zippe, ey. Boah, boah. So, besser, ne? Sieht aus wie so eine Dark Souls Rüstung, teilweise. Da komme ich nicht dran, da ist ein Gitter vor. Oben sind wieder Pilze. Oh, von hängenden Früchten. Wir brauchen eine Hängebeute. Lohnt sich halt auch nochmal hochzugucken immer, ne? Ah, da ist er ja. Was, hä? Wer ja? So, A, R, D. Bin sicher, dass ich nicht D... Also D war auf jeden Fall auf dem Teil hier drauf, aber ich habe es nicht gelassen. Da bin ich mir sicher. Okay. Das war D. Jo. Guck mal, das ist so ein Wasserfall. Hätte man gerade nichts. Vom Boot hat man nichts gehört. Kein Sound, gar nichts. Hui. Oh, sehr gut. Schon erledigt. Was war das? Ich frage mich, wie wir da hochkommen. Geht nicht. Nicht, wenn die Ranken im Weg sind. Oh. Was für eine Torheit. Meine Seele kann nicht ruhen, bis sie es tun. Mist. Würde so genau passen. Ach, da ist ja noch ein Geist. Guck mal. Hi. Ich hab dich reden gehört. Ich starre. Und ihr werdet mir helfen. Ach. Natürlich, Gunhild. Doch zu welchem Zweck? Als die Einherja kam, mussten wir uns irgendwie wehren. Mein Vorschlag war Seidermagie. Ich verstehe deine Verzweiflung, aber das war töricht. Eindeutig. Ich hatte das Glück, getötet zu werden, bevor mein Geist verdarb. So wie ihrer. Ihr müsst sie befreien. Natürlich.
Seder-Magie ist so schonungslos. Eine Qual für diese armen Seelen. Dann schenken wir ihnen den Tod. Bringt das was? Nö. Ah. War doch richtig. Was denn hier? So, dann gucken wir mal. Ich mache das gerne mit den Nebenquests. Ich finde die immer sehr gut. Übrigens. Wollte ich schon mal so sagen, ne? Oha. Ja, ich hab schon gesehen, dass da drin der Punk abgeht gleich. Auch nicht, dass auch links und rechts alles knallt. Noch mehr von Lundas, Alter. Ah. Jetzt haben wir fast den kompletten Satz. Ah, den Harnisch noch nicht. Da lang müssen Seder sein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Warum sollte ich jetzt hier rüber? Bin noch nicht fertig. Die Seelen meiner Freunde sind immer noch verdorben, oder? Schenke ja. Ihnen die Freiheit des Todes. Komm ich halt auch, wo die anderen. Na, komm mal hier. Ach, guck mal, da oben sehe ich eins. Ja, aber direkt vor die Füße fällt. Nicht wegen der Axt. So, verfolgen. Verfolgen erstmal dich. Ja, ich weiß nicht, wo die anderen Teile sein sollen. Also hier für die Kiste. A und R fehlen noch. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch was. Hilft das? Weiß es nicht. Nee. Jo. Also noch A. Guck mal da oben. Muss jemand wieder was runtertreten, hä? Naja. Auf jeden Fall gibt's ja was zum Rumklettern. Ich glaube, ich muss da irgendwie raufkommen. Bitte. Bitte beende ihr Leid. Jaha. Ich bin dabei. Ich muss erstmal an mein erdliches, ne? An den schmüden Mammon muss ich erstmal denken. Ich baue nämlich Zeug, ganz viel. Ach, hier geht's. Ah. Ist klar. Jetzt vergessen, dass da jeder irgendwie 20 Meter weit springen kann hier. Jetzt wisst ihr auch, warum es Hacksilber heißt, ne? Alles zerhacken muss der gute Kratos.
Das reicht doch. Ja. Das hat wohl geklappt. So, erstmal rauf. Und? Oh! Wie ist es, zurück zu sein? Als wäre ich gar nicht zurückgekommen. Wow. Alles hat sich verändert. Ich bin hier eine Fremde. Das Gefühl kenne ich. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Jo, das war die Kiste. Dass ich ja eben irgendwie schneller umschalten kann oder eine andere Tastenkombination für hat. Oh yeah, ein Ragehorn. 2 von 3. Blutmet. Ah, das gute alte Meth. Bin mal gespannt, was hier hingeht. Die Mimer da hinten rumbaumelt. Armer Kerl. Ah, guck mal hier. Da kann ich wieder nichts machen. Toll, ne? Oh, doch kann ich ja jetzt. Ist da drüben erschienen. Siehst du? Ja. Mechlin. Mechlin. Alter. Jetzt sollten wir an den Hochzeitsort gehen. Das war krass. Oh, hab ja schon. 5 geschmiedete Eisen. Ja. Wobei das ja auch immer das geringste, glaube ich, ist. Geschmiedetes Eisen. Solange sie diese Welt noch heimsuchen, muss ich es auch. Dass die aussehen, als wären sie aus Glas. So ein bisschen. So, wie geht's denn hier weiter? Der Kiste da. Ach, warte mal, von da kann ich bestimmt... Sprengfass hier? Nee, kann ich nicht. Was sehe ich denn da, ha? Huh? Da ist so ein Geier. Ich könnte Freya ja auch mal kurz rüberballern. Das Vieh abschießen. Ach, jetzt bin ich wieder hier, da wo ich den Garten gesäubert habe. Okay. So riesig ist das Gebiet jetzt nicht, aber... finde ich schön, dass man einiges zu tun hat. Du weißt, dass ich dich besiegt hätte. Was? Im Kampf, wenn Atreus nicht da gewesen wäre. Mag sein. Wir könnten das wiederholen, es herausfinden. Ich lieber nicht. Kann ich mir vorstellen. Wow. Jetzt angeben, oder was? Sieh nur, die Tür wird durch das Gegengewicht zugehalten. Wenn wir es senken, öffnet sich die Tür. Ah, sieh mal. Ja, ja, hab schon gesehen, der Mist hier. Ein Friedensangebot meines Volkes. Aha. Als Odin die Göttin Freya heiratete, wollten die Menschen in Vanaheim, zumindest die optimistischeren, den Allvater in ihre Kultur willkommen heißen. Auf
einer der tragischerweise unangebrachten Geste der Gastfreundschaft schnitzten sie dem Altvater ein eigenes Familienwappen, ein Symbol des Vertrauens. Er dankte ihnen für das Geschenk und sobald er außer Sichtweite war, warf er es weg. Wow. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er das Vertrauen der Warnen missbrauchte. Was für ein dummes Schwein. Das ist voll nett und der schmeißt es weg. Puh. Oha, das sind wieder diese bösen Dinger, ne? Wenn man reingreift, kommen da wieder irgendwelche ganz starken Kreaturen raus. Ich kenne das schon. Oh, noch eine Geschichte, hä? Gewaltlosigkeit, das wird blutig enden. Es bleibt alleine die Frage offen, welche Seite bereit ist, mehr zu vergießen. Oh. Die Asen sind nicht für ihre Gnade bekannt. Da muss man nur die Riesen fragen. Dennoch ist unsere Welt geteilt zwischen denen, die auch nur etwas Verstand besitzen und denen, die glauben, dass Friedfertigkeit, Untätigkeit irgendwie siegen wird. Trete man diesen Wahnen ins Gesicht, würde man sie noch dafür entschuldigen. Was würden sie sich noch dafür entschuldigen, die Stiefel der Einherjahr mit ihrem Blut besudelt zu haben? Wir haben versucht, mit diesen, wie soll ich sie sonst nennen, Feiglingen zu reden. Sie sind nicht zu überzeugen. Sie werden uns nicht helfen, einen Widerstand aufzustellen, der zahlenmäßig von Bedeutung wäre. Was können wir also tun? Was sonst, wenn außer Seremagie anzuflehen, das zu tun, was sie nicht tun wollen? Die alte Magie birgt Risiken, ja, aber kann jemand mit Sicherheit sagen, dass sie schwerer wiegen als die Gefahren, die uns erwarten, wenn wir rein gar nichts tun? Vielleicht werden wir uns verändern, vielleicht werden wir den Verstand verlieren. Aber wenn das der Preis dafür ist, uns gegen die Asen zu wehren, bezahlen wir ihn gerne. Ja. Die Asen haben alle platt gemacht. Jawoll. Dreckskette. Ja. Was? Hat er das gesehen? Der war fast schon tot, ne? Arschgesicht. Ach ja, das sind die Dimensionsrisse, da kommen immer die super starken Schweinis raus. Oh, ja. Ja, moin. Guck mal. Habt ihr das gesehen? Das ist fair. Das ist Fairness in diesem Spiel. Auf schwer. Schwerness. Alter. Das war's, die paar Gammel-XP. Weltenstaub und Steinholz. Ja, ich erinnere mich, das Weltenstaub-Ding, das gab's ja auch im Alten schon, ne? Aber war das eben Alben? Also, nicht Alben? So, endlich kann ich jetzt hier die Tür aufmachen. Ja. Yeah. Wir können zurück und hinein. Schmeiß mich auf Freya. Ja.
Meine Kiste. Yggdrasil-Juwel. Oh. Oh, zusätzliche Zauber. Ja, bitte. Oh je. Oh, warum müssen die immer explodieren, diese blöden Viecher? So unnötig. So. Wie komme ich jetzt an den Geier ran hier? Von Odin? Odins Geierbande? Ja, vielleicht was? Nee. Da freust du dich, ne? Da oben. Sieh mal an. Ja. Bin auch dabei. Das Geräusch. Bada bada bang. Hier im Leben treffe ich das Vieh. Wie kriege ich die Brücke runter? Kannst du mir die Sachen von den Zwergenrebellen geben? Die haben sentimentalen Wert und sowas. Mhm. Schade, dass die Chaosklingen nicht endlich mal hier upgraden kann. Oh. Jetzt habe ich ja genug geschliffenes Metall. Aber ich habe mich so an den hier gewöhnt, komm. Ich hoffe, du willst austeilen. Kostet halt viel zu viel mittlerweile. Oh, den könnte ich verbessern. Abwehr, mächtiger Schildschlagtreffer zur Wiederherstellung der Gesundheit. Diese Chance erhöht sich bei geringer Gesundheit. Ja. Ja, gut, dass ich so viel davon hab, ne? Ihr versteht schon, warum ich das mache, ne? Wenn ich jetzt nämlich was... Wenn ich jetzt nämlich alles verskille oder alles benutze, mein ganzes Geld, habe ich später nichts mehr und das wäre... Das wäre extrem blöde. Ja! Yggdrasil-Juwel. Mehr Plätze für Krams. Heft von Gram? Ja. Oh ne, das war ja das. Bei Rüstung war das, ne? Amulett. Yeah. Wieder, wenn du mehr Zeug brauchst. Geile Sache. Ja. Müssen wir erstmal weitergehen, glaube ich. Ja, was machen kann. Wisst ihr, hier sind die ganzen Wasserfälle. Willkommen, desto enger wird es in meiner Brust. Willst du bestimmt weitermachen? Wow. Sich der Vergangenheit zu stellen, hat seinen Preis. Ich muss es tun. Ich habe schon zu lange mit diesem Schmerz gelebt. Falls ihr es glauben könnt, wir waren einmal glücklich. Eine Zeit lang glaubte ich törichterweise, dass der Frieden andauert. Vielleicht war das mein Fehler. Ich wollte nur meine Familie beschützen. Daran ist nichts Schlimmes. Ich habe trotzdem versagt. Fall der Göttin. Oh, diese Dreckswölfe wieder, ne?
Ja, stirb, Wölfchen. Ey. Hinter dir, pass auf! Hinter dir, pass auf! Ich kann's nicht mehr hören! Hinter dir, pass auf! Hinter dir, pass auf! Hinter da, da, da! Bist ein Stein! Halt die Fresse! Oh, das nervt halt die ganze Zeit. Hinter dir, pass auf! Ich weiß, dass sie von allen Seiten kommen. Das ist ja gerade das Schlimme hier manchmal. Oh, die Schildkröte. Die ist süß. Die ist nicht schlimm, die ist süß. So. Festinggebein. Ah, sehr gut. Wir klettern? Nö. Aber ich kann ja erstmal den Part beenden, der ist nämlich schon wieder lang genug. Leute, ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Kratotz und Freya in Ragnarok. Tschüss.